Wir sehen die Europafahne, wir sehen die französische Nationalflagge, die Tricolore, und wir sehen die deutsche Fahne Schwarz-Rot-Gold als Ankündigung für die französische Folklore-Tanzgruppe. Und wie anders als so könnte man Europa darstellen? Ein Europa, das durch Vereine gelebt wird. Ein Europa, das durch die Politiker am besten da mal drauf geschaut werden würde, wie man doch miteinander zusammen Europa leben könnte. Sie hören die Akkordeonklänge. Chers messieurs, dames en France, chez vous, bienvenue ici à Hohentingen. Bienvenue. Je vous souhaite un bon séjour ici à Hohentingen, avec du soleil, pas de pluie. Wenn die Musikkapelle Wasser ganz kurz innehalten könnte. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Die französische Folklore-Tanzgruppe Les Crousados aus der Partnergemeinde Saint-Brice-des-Champs im Herzen der Auvergne führt uns jetzt, musikalisch begleitet durch die Akkordeonspieler, einen traditionellen Tanz vor. Folklore-Tanzgruppe Les Crousados aus Saint-Brice-des-Champs im Herzen der Auvergne. Und es steht bereit die Musikkapelle Wasser. Vielen herzlichen Dank, dass ihr kurz ausgesetzt habt. Dankeschön, sehr freundlich von euch. Herzlich willkommen in Hohentingen, Musikkapelle Wasser e.V. Eine junge Kapelle, 1988 gegründet, unter der Leitung von Ulrich Lilienthal. Und sie haben einen schönen Abstand gehalten, die Musikanten von der Stadtmusik Pfullendorf. Der Stadtmusik Pfullendorf verbindet uns eine jahrelange Freundschaft und Verbundenheit. Standen doch beide Musikkapellen viele Jahre gleichzeitig unter der Leitung von Musikdirektor Max Serratio. Wir erinnern uns noch.
christlichen Sozialstiftung unter dem Leitspruch Zusammen einer hilft dem anderen nimmt die christliche Sozialstiftung Hohentingen mit dem Gögemobil an unserem Festzug teil. Aus der Schweiz kam zu uns der Musikverein Eichberg. Die Musikanten kommen aus dem Kanton St. Gallen in der Schweiz. Die musikalische Leitung hat Andreas Frey, dem ein oder anderen bekannt als Frontmann der Feschbänkler, die am Freitag im Zelt für Furore gesorgt haben. Herzlich willkommen in der Göge, dem Musikverein Eichberg aus der Schweiz. Spielmannszuges aus Bad Saulgau. Auch gestern Abend beim Tattoo. Heute beim Gesamtchor. Spielmannszug Bad Saulgau. Stadtkapelle Bad Saulgau und Bürgerwache Bad Saulgau. Hier heute beim Festzug in Hohentingen dabei. Wir begrüßen euch ganz herzlich willkommen. Mit Hauptmann und Kommandant Dirk Krieger. Herzlich willkommen in Hohentingen. Die Freiwillige Feuerwehr Hohentingen nimmt ebenfalls an unserem Festzug teil. Danke, dass ihr dabei seid mit eurem Schlauchkarren, der von Hand gezogen wird. So wurde noch bis in die 70er Jahre gelöscht und zum Einsatzort dem Brandherd geeilt. Aus dem Kreis Biberach begrüßen wir den Musikverein Wilflingen. Musikverein Bayernfurt. Bayernfurt, genau. Ebenfalls über 100 Jahre alt, der Musikverein aus Bayernfurt mit dem Dirigenten Sebastian Bernauer und dem Vorstand Richard Furtbaum. Herzlich willkommen in der Göge. Und Schwarz haben unter dem Motto Zusammen leben, zusammen schaffen, zusammen festen
diesen Wagen gebaut. Die Zimmermannszunft geht bis ins frühe Mittelalter zurück. Das Brauchtum, den Richtspruch in Zimmermannskluft zu sprechen, wird heute immer noch gepflegt. Und wenn Sie genau zuhören, jetzt hat sie gerade aufgehört, zuhören, mit dieser Handklatsch wird gesungen und wird die Arbeitsleistung, die Moral aufrechterhalten und der Takt vorgeben. Und die zwei, die säget, die halten sich an diesen Takt. Herzlich willkommen und Dankeschön für eure Teilnahme der Zimmermannszunft. Betrieben Rapp, Schlegel und Schwarz. Dankeschön. Und der grüne Kranz hinter deiner, das ist die Richtkrone, die auf ein Haus beim Richtspruch draufkommt. Jetzt kommt ein weiterer Musikverein, eine Musikkapelle, nämlich aus Haslach, die vor 3 Jahren ihr 200-jähriges Bestehen feiern durfte und konnte. Musikkapelle Haslach mit dem Dirigenten Ferdinand Fremhefer und der Vorsitzenden Annika Gabriel. Herzlich willkommen in Hohentingen. Musikkapelle Haslach. Es folgt die Musikkapelle aus Menningen, ebenfalls aus dem Kreisverband Sittmaringen. Dirigent ist der Paul Geiser, Vorsitzender ist der Tobias Schatz. Willkommen in der Gegend! Auch hier ein Wort dazu. Dufners Schmiedewagen. Das Schmiedehandwerk hat am Beinskofer Standort der Firma Dufner eine über 300-jährige Tradition. Die Familie Dufner hat den Schmiedebetrieb seit dem Jahr 1934 zu einem modernen Landmaschinenbetrieb aufgebaut und entwickelt. Und Sie sehen heute, wie noch von Hand gearbeitet wird. Mit der Esse, wo das Feuer ist, wo das Eisen vorbereitet wird. Seit 3 Generationen der Firma Schiffstadt selber auf dem Wagen. Seit 3 Generationen mit 70 Mitarbeitern wird gearbeitet. Herr Dufner Senior, Dufner, aktueller Chef und Sohn und Enkel. Vielen herzlichen Dank für diesen tollen Wagen. Herzlich willkommen auch beim Festumzug. Danke fürs Teilnehmen und Mitwirken. Einen Riesenapplaus der Thomas Dufner für diesen wirklich wunderschönen Wagen. Der Musikverein Attenweiler. In Freud und Leid zum Spiel bereit ist der Leitspruch. Dirigent ist der Richard Bösch. Herzlich willkommen in Hohentingen. Die Musikkapelle Krauchenwies. Und hier auf der Tribüne der Filmröner Kehrig, nämlich der Bürgermeister von Krauchenwies. Er will seine Musikkapelle bei diesem Festumzug Schussenrieder, der Brauerei Ott aus Schussenried. Ein historischer Brauereiwagen, der heute bei großen Festumzügen teilnimmt und nicht fehlen darf. Und er ist heute hier bei uns in Hohentingen. Einen kräftigen Applaus an dieses tolle Gespann.
an diesem Tonnenwagen, gezogen von 4 Kaltblütern. Die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen unter der Leitung von Dirigent Dietmar Pelz. Herzlich willkommen in Hohentingen bei unserem Festzug, bei unserem Kreismusikfest hier in Hohentingen. Wolf Schlugen liegt hinter Nürtinger, vor Filderstadt. Der Musikverein Wolf Schlugen hat heute bei den Wertungsspielen teilgenommen. Und wir hoffen, dass sich der weite Anreiseweg mit Prämierung und besten Auszeichnungen honoriert wird. Herzlich willkommen, Musikverein Wolf Schlugen! Und dem sogenannten Steiger mit Bedien- und Löschpersonal. Und die Freiwillige Feuerwehr Mingen wurde 1800. So haben wir gestern auch ausgesehen. Welche 1864 gegründet wurde, der historische Löschzug, weit bekannt, Passatzhilfe 20er, teilweise oder alle. Nass, denn es darf gespritzt werden. Wir bedanken uns bei der Freiwilligen Feuerwehr Mingen für diesen erfrischenden Wasserguss. Weil es hat ja schon lange nicht mehr geregnet. Ja. Die Freiwillige Feuerwehr Mingen mit ihrem historischen Löschzug und noch einmal die 16 Meter lange Handzugleiter.
unglaublich. Der Musikverein Göckingen, auch euch begrüßen wir hier in Hohentingen. Musikverein Göckingen unter der Leitung von Horst Marquardt, dem Dirigenten, und dem Vorstand Thomas Händler. Herzlich willkommen in Hohentingen. Mit Originalwagen aus dieser Zeit. Der Musik Fleischwangen. Wir begrüßen euch in Hohentingen. Wenn Sie auf Ihren Programmen die Nummer 99 stehen haben, Mest, Pipes and Drums, das war die vorher angekündigte Abwesenheit dieser Dudelsackpfeifer, weil es einfach gestern so nass war und diese Dudelsäcke einfach gelitten haben, haben die gesagt, bevor es nochmal drauf regnet, wir bleiben lieber dem Umzug, dem Festzug fern. Bei den Wertungsspielen teilgenommen. Und auch der Musikverein Dinkingen gehört zu den älteren Musikkapellen. Mehr als 180 Jahre alt, der Musikverein Dinkingen gehört ebenfalls zum Kreisverband Sigmaringen. Herzlich willkommen in Hohentingen, Musikverein Dinkingen. Einen herzlichen Applaus dem Musikverein Dinkingen. Der Heimatverein Günzkofen kommt mit dem nächsten Festwagen. Er steht unter dem Motto Sichelhinke anno dazumal. Die Ernte ist erfolgreich eingeholt, jetzt kann gefeiert werden. Zuerst wird geschafft und wenn alles eingebracht war, dann wird gefeiert. Dann gibt es einen Krug mit Gerstensaft oder einen Most. Most, genau. Danke für diesen tollen Wagen, dem Heimatverein Günzkofen. Danke für euer Mitwirken und der Applaus ist euer. Thank you.
und Sie dürfen in 2023 ein. Auch die Oldtimer-Freunde Göge bereichern den Festzug mit Fahrzeugen der etwas älteren Generationen. Das erste Gespann würde gezogen von einem 60 Jahre alten Kramer. Da darf der Eigentor mitfahren. Mit einer Dreschmaschine, die er zieht. Eine Dreschmaschine im Originalzustand. Da ist noch dran geschafft worden. Der zweite Oldtimer, der hat dann schon getrennt Stroh und Korn. Wie man es heimgebracht hat in der Hof. Wir begrüßen den Musikverein Soldorf unter der Leitung von Dirigent Matthias Wischlewski. Herzlich willkommen in Hohentingen. Schön, dass ihr da seid. Musikverband Ravensburg kommt der Musikverein Krumbach bei Tettnang. Dirigent ist der Klaus Furchtner. Herzlich willkommen in Hohentingen. Musikverein Krumbach. Vorstand ist Alexander Baumann. Musikfest 2019 in Hohentingen. Und es kommt der Freizeit-, Heimat- und Narrenverein Eichen mit einer Sämlingsmosterei. Sämling, die Apfelsorte. Oben kommen die Äpfel rein. Unten kommt der Saft raus. Und wenn er vergoren ist, dann geht es an Most. Und die Mädels, die da dabei sind, die verteilen an die Gäste entlang der Straße ein Backerle Most. Der Musikverein Herdwangen kommt aus dem südlichsten Zipfel des Landkreises Sigmaringen. Vereinsjubiläum feiern. Und aus der Kreisstadt Sigmaringen kommt die Stadtkapelle Sigmaringen. Unter der Leitung von Dirigentin Susanne Sessler. Wir sagen herzlich willkommen in Hohentingen. Der Musik Leibertingen, am westlichen Rand des Landkreises Sigmaringen gelegen, zu Besuch bei uns in Hohentingen. Herzlich willkommen, Paul Löfter, Dirigent.
ihr bei uns seid und an unserem Festzug teilnehmt. Der Musikverein Sigmaringendorf. Heute hier in der Göge mit dem Dirigenten Thomas Schäuble voran. Erst vor zwei Wochen haben sie die Sigdorfer Tag der Bläserjugend ausgetragen. Herzlich willkommen in Hohentingen. Und ein weiterer Festwagen kommt auf uns zugefahren, der Heimat-Narrenverein und Spielmannszug Bremen. Sie haben einen Mühlewagen dargestellt, in Anlehnung an die Bremer Mühle, die seit ca. 1800 besteht. Der Bremer Heimat- und Narrenverein wurde 1968 gegründet, kurz darauf die Trommlergruppe ins Leben gerufen. Und wir freuen uns, dass ihr heute bei uns dabei seid beim Festzug Kreismusikfest 2019. Vielen Dank dem Heimat-Narrenverein Spielmannszug Bremen. Das Arbeitervolk, wie es früher aktiv war, um die Ernte einzufahren und das Korn zur Mühle zu bringen. Und Sie hören die Klänge des Spielmannszuges Bremen. Musikverein kommt aus dem hohen Norden, aus Hettingen, am nördlichen Ende des Landkreises Sigmaringen. Der Musikverein Hettingen unter der Leitung von Daniel Brehm. Seid willkommen in Hohentingen. Danke für die Teilnahme. Musikverein Kirchbierlingen, angeführt von diesem Leiterwagen mit dem wunderschönen, mit der wunderschönen Tafel. Und sie wohl irgendwo Ortstafel. Naja. Kirchbierlingen mit dem Dirigent Frank Achter. Herzlich willkommen in Hohentingen. Es folgt der Festwagen der Gemeinde Hohentingen. Als Schlusspunkt für unseren Festzug. Die Gemeinde Hohentingen mit allen Teilorten.